Während andere Fluggesellschaften versuchen, die aktuelle Zeit zu nutzen, um möglichst günstig ihre Flotte zu erneuern, altes vierstrahliges Fluggerät loszuwerden oder generell erst einmal größere Flugzeuge stillgelegt oder auch tatsächlich überraschend früh ausgeflottet werden, währenddessen übernimmt Emirates ein paar weitere brandneue Airbus A380. Ja, was man darüber wissen muss, klären wir jetzt. Viel Spaß! Und damit hallo und ganz herzlich willkommen. Ich hoffe, es geht euch gut. Emirates hat tatsächlich ein paar Tage vor Weihnachten ihren neuesten Airbus A380 in Hamburg-Finkenwerder erhalten. Also ein ganz neues Flugzeug. In einer Zeit, in der die meisten Fluggesellschaften definitiv nichts mit neuen Flugzeugen anfangen können, schon gar nicht mit dem größten Passagierflugzeug der Welt. Und in einer Zeit, in der die meisten Fluggesellschaften auch nicht mal mehr die Mittel zur Verfügung haben, um überhaupt im großen Stile Flugzeuge vom Flugzeughersteller zu übernehmen. Insgesamt 880 Flugzeuge wollte Airbus eigentlich im Jahr 2020 ausliefern. Also im Schnitt pro Monat etwas mehr als 70 Flugzeuge. Das hat logischerweise nicht ganz geklappt. 49 Flugzeuge waren es im Juli, 39 Flugzeuge im August, 57 Flugzeuge im September, 72 Flugzeuge im Oktober und 64 Flugzeuge im November. Damit kommt man nicht auf 880. Allein nach diesen Zahlen war das ja logischerweise kein sonderlich gutes Jahr für den Flugzeughersteller, sondern eher ein Rückschritt von um den dicken Daumen etwa 10 Jahren. Allem Anschein nach wurde das interne Auslieferungsziel bei Airbus auf 530 Flugzeuge im Jahr 2020 reduziert. Das ist nicht gut, in Anbetracht der aktuellen Umstände, aber auch nicht wirklich schlecht. Vieles ist natürlich dann aktuell Verhandlungssache. Wirklich viele neue Flugzeuge übernehmen können und wollen die meisten Fluggesellschaften zum aktuellen Zeitpunkt nicht. Auf der anderen Seite haben sie aber auch in den letzten Jahren entsprechend ordentlich eingekauft, also irgendwo müssen diese ganzen Bestellungen ja hin. Das heißt, aus Perspektive von Airbus war es jetzt die Aufgabe im Jahr 2020, möglichst viele neue Flugzeuge auszuliefern, klar, aber auf der anderen Seite eben auch möglichst flexibel zu sein, um auf lange Sicht möglichst wenig Stornierung zu kassieren. Und so wie es aussieht, ist das Airbus im Jahr 2020 dann doch noch ganz gut gelungen. Auf der anderen Seite bei Boeing sieht es nicht ganz so gut aus, denn die leiden ja unter der Doppelbelastung von Coronimoni und den eigens erzeugten 737 MAX-Konsequenzen. In den ersten 10 Monaten des Jahres 2020 konnte man bei Boeing tatsächlich nur etwas mehr als 100 Flugzeuge ausliefern. Dazu kommen im November nochmal 7 weitere Maschinen. 2 davon gingen allerdings an die US Navy und 4 Flugzeuge waren Frachtflugzeuge. Ja. Und so kommt man am Ende des Jahres 2020 unterm Strich nur auf etwas mehr als 120 Flugzeuge. Im Vergleich zum Jahr 2018, da waren es 806 Flugzeuge, sieht das ziemlich ungünstig aus. Und wie eben schon angedeutet, bei beiden Flugzeugherstellern waren das logischerweise in diesem Jahr nicht sonderlich viele große Langstreckenpassagierflugzeuge. Schon gar nicht vierstrahlige Langstreckenpassagierflugzeuge, könnte man zumindest meinen. Aber in den letzten Wochen hat man am Himmel über Norddeutschland immer wieder überraschend häufig den A380 von Emirates gesehen. Das sind die letzten Airbus A380, die jetzt Stück für Stück noch an Emirates ausgeliefert werden und damit auch die letzten Airbus A380, die überhaupt noch ausgeliefert werden. Während vor ein paar Monaten mit der Delta Bravo der erste etwas über 12 Jahre alte Airbus A380 die Flotte der Fluggesellschaft verlassen hat, kamen jetzt allein im Dezember 2020 nochmal 3 neue Airbus A380 hinzu. Damit besteht die Flotte nun aus 117 Airbus A380. Insgesamt ausgeliefert wurden in den ganzen Jahren 118 Airbus A380 an Emirates. Bestellt sind 123 Maschinen, das heißt 5 Flugzeuge werden noch ausgeliefert. Und die am 22. Dezember ausgelieferte Maschine, also die jetzt letzte ausgelieferte Maschine an Emirates, das ist ein ganz besonderes Flugzeug, denn diese Maschine hat erstmals die Premium Economy von Emirates an Bord. Und eine Premium Economy gab es in den letzten Jahren bei Emirates noch nicht. Das heißt, dieser Airbus A380 ist auch das erste Flugzeug der Fluggesellschaft, welches mit einer 4-Klassen-Konfiguration unterwegs sein wird. Im internationalen Vergleich ist das natürlich nichts Ungewöhnliches. Man kennt das von allen möglichen Fluggesellschaften. Die Premium Economy hat sich voll etabliert. British Airways war, glaube ich, somit eine der ersten Fluggesellschaften, die Ende der 90er Jahre etwas wie eine Premium Economy eingeführt hat. Fluggesellschaften wie Singapore Airlines, Cathay Pacific oder auch Lufthansa haben alle schon seit Jahren eine Premium Economy Class an Bord. Bei den großen 3 Fluggesellschaften aus dem Nahen Osten, Qatar Airways, Etihad Airways und Emirates, gab es das jedoch bis zuletzt nicht. Und dennoch, beziehungsweise gerade deswegen, ist es sehr spannend, wie Emirates diese Produktkategorie in Zukunft umsetzen und an ihre Kunden verkaufen wird. Vor ein paar Tagen präsentierte die Fluggesellschaft jetzt die ersten Fotos, die ersten Bilder aus ihrem neuen Airbus A380 und damit eben auch die ersten Bilder ihrer neuen Premium Economy Class.
Das ist etwas, da diskutieren die Kunden ja schon seit Jahren drüber. Im April 2019 wurde das mit der Premium Economy bei Emirates dann etwas konkreter. Und seitdem wird immer noch fleißig weiter diskutiert. Die Erwartungen sind logischerweise sehr, sehr hoch. Und eben seit April 2019 wird sehr energisch darüber diskutiert, welchen Sitz Emirates wohl in ihrer Premium Economy Class verwenden wird. Weil diese Fluggesellschaft mit ihrem Game Changer Produkt, die wird ja wohl irgendwas Individuelles sich anfertigen lassen. Irgendwas, was bei anderen Fluggesellschaften eine Business Class wäre, bla bla bla. Erst im Dezember 2020, also ist jetzt noch gar nicht so lange her, vor ein paar Wochen, ist dann rausgekommen, dass der deutsche Hersteller Recaro die Sitze für Emirates Premium Economy Class liefern wird. Und interessanterweise wird Emirates oder verwendet Emirates den PL3530. Was die jetzt veröffentlichten Bilder zeigen, ist eigentlich nur die logische Interpretation dieses Sitzes für diese Fluggesellschaft. In Kombination mit den Ausstattungsmerkmalen und Features, die man sowieso bei Emirates bekommt, wenn man mit denen unterwegs ist, gerade im Hinblick auf das Unterhaltungssystem, was man bei Emirates findet, ist das aber schon mal eine ganz vielversprechende Sache. Auch wenn man jetzt noch nicht weiß, wie genau der Service in der Premium Economy Class bei Emirates aussehen wird. Die Fluggesellschaft wählt auch in ihrer Premium Economy Class ein Design, welches mit hellem Leder, diesem gesteppten Rautenmuster, einer Kopfstütze aus Leder, bla 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 und nicht zu vergessen bei Emirates natürlich ganz viel von diesem wundervoll aussehenden Holz-Look, ein Privatjet-Feeling erzeugen soll oder zumindest an luxuriöse Autos erinnern soll. Auch der Chef Tim Clark spricht immer mal wieder ganz bewusst von diesem Mercedes-Feeling, was man an Bord seiner Flugzeuge erzeugen möchte. Und das Design der Sitze in der neueren Business Class der 777 von Emirates, das soll nicht nur an die S-Klasse erinnern, sondern wurde auch von denselben verantwortlichen Designern umgesetzt. Und das alles funktioniert. Auch wenn ich mir sicher bin, dass Emirates bei ihren Produktfotos immer minimal übertreibt und dieser Wurzelholz-Look auch bei schönstem Sonnenuntergang und bestens eingestelltem Moodlight nicht annähernd so geil aussieht, wie die das immer präsentieren. Aber ist ja auch immer alles Geschmackssache. Ich wäre schon froh, dass sie nicht mehr ganz so extrem auf Gold setzen. Aber gut, sie ziehen das Farbschema, das ganze Design, das ziehen sie zumindest im ganzen Flugzeug durch. Es ist eben zur Abwechslung mal keine Fluggesellschaft, die auf ein minimalistisches, zeitloses, aber dadurch eben auch recht kühles Farbdesign setzt. Bei dieser Fluggesellschaft soll man ganz bewusst das Wort Luxus verwenden können. Es soll sich luxuriös anfühlen. Es soll sich luxuriöser anfühlen, in einem Emirates A380 zu fliegen, als in einem anderen A380. Und das kriegt die Fluggesellschaft auch hin. Vergleicht mal ein Emirates A380 mit den Krücken, die die Franzosen da bis zuletzt geflogen sind. Und das gilt natürlich alles auch für die neueste Premium oder für die neue Premium Economy Class, von der im neuesten A380 der Fluggesellschaft 56 Sitzplätze in einer 242-Konfiguration verbaut sind. Die Sitze findet man im vorderen Teil des Flugzeuges auf dem Hauptdeck. 49,5 cm sind die Sitze breit, 101 cm beträgt der Abstand zwischen den Sitzen. Damit liegt man ein Stück über dem Durchschnitt in der Branche. Stück über Durchschnitt ist eigentlich auch eine ganz gute, einfache Beschreibung für das, was Emirates in puncto Sitze, Komfort in den letzten Jahren abgeliefert hat. Man hat zwar immer viel erzählt, das Wort Game Changer wurde von Emirates bei der Einführung der neuen First Class an Bord der 777 geprägt, aber ein uneinholbar gutes Produkt bietet auch diese Fluggesellschaft nicht. Viele andere Carrier haben in den letzten Jahren gezeigt, wie man in puncto Sitz, aber auch mit dem Service in der jeweiligen Produktkategorie ganz oben mitspielen kann. Und vor allem waren sie dann oft schneller darin, ein neues, hochgelobtes Produkt für viele Leute in großer Stückzahl verfügbar zu machen. Und trotzdem bleibt Emirates an diesem ganzen Haufen guter Fluggesellschaften immer noch etwas Besonderes. Und der Grund dafür ist der A380. Denn vieles, was sie in den letzten Jahren bieten konnten, vieles, was sie in den letzten Jahren auf den Markt gedrückt haben, können sie an Bord ihres Airbus A380 bieten. Und das ist eigentlich der wichtigste Punkt an der ganzen Sache. Das Flugzeug, was zu schwer war, das Flugzeug, was erst nach Jahren beim Kunden die versprochene Performance liefern konnte, das Flugzeug, was oft in viel zu kleinen Teilflotten, viel zu unflexibel, viel zu teuer eingesetzt werden muss, das Flugzeug erzeugt bei Emirates einen ganz besonderen Reiz. Ein Reiz, den so eigentlich keine andere Fluggesellschaft, vielleicht noch Singapore Airlines, bieten konnte. Denn da kommt wieder der Begriff Luxus um die Ecke. Denn um diese Karte spielen zu können, ist der A380 eigentlich perfekt. Es ist das beste Flugzeug dafür. Der Flieger hat von sich aus etwas Erhabenes, etwas Besonderes, etwas Luxuriöses. Der Flieger ist sehr komfortabel, ist sehr sanft zu seinen Passagieren. Ganz egal, was da für Stühle verbaut sind, der Flieger ist in der Kabine leiser als ein Dreamliner. Und er ist eben perfekt mit den Annehmlichkeiten, mit dem Luxus kombinierbar, den zum Beispiel eine Fluggesellschaft wie Emirates in jeder Beförderungsklasse versucht zu vermitteln. Und das gefällt dann eben auf einmal auch den Leuten, die eigentlich doch gar nicht auf Wurzelholzluxus stehen. Aber Emirates zieht das im ganzen Flugzeug durch und das klappt.
Und mit der neuesten Premium Economy Class bekommen die neuen A380 auch noch ein bisschen Modellpflege. All das, was man so in der Liegezeit für eine möglichst geringe Investition machen kann, machen könnte. Und zwar bekommen sie zum Beispiel in der Business Class neue Sitzbezüge. Sitzbezüge, die angepasst sind an die neuere Business Class der 777, also auch hier jetzt helles Leder. Und es gibt ein neues Design im First Class Waschraum oder eine neu sortierte Bar. Sieht alles ein bisschen anders aus, alles ein bisschen frischer. Emirates macht halt was aus ihrem A380. Bleibt bei knapp 120 Flugzeugen vielleicht auch nichts anderes übrig, aber sie machen halt was draus. Wie gesagt, 5 Airbus A380 kommen bei Emirates noch neu dazu. Diese Flugzeuge werden noch in den nächsten Jahren ausgeliefert. Ja, 5 Flugzeuge, das dauert tatsächlich noch eine ganze Weile. Die Auslieferung hat man bis ins Jahr 2022 gestreckt, obwohl die Flugzeuge an sich jetzt schon fertig sind. Der neueste A380 von Emirates soll höchstwahrscheinlich schon in kurzer Zeit auf der Verbindung nach London eingesetzt werden. Auf dieser Strecke wird es dann also die Premium Economy Class geben. Allerdings ist diese nicht als solche buchbar, sondern treue Emirates-Kunden, Vielflieger, wie auch immer, wichtige Kunden der Fluggesellschaft sollen dann ein Upgrade in diese Klasse bekommen, um zumindest mal den Sitz auszuprobieren. Ob dann wirklich auch der Premium Economy Class Service angewendet wird, ist leider noch nicht ganz klar. Ob das Produkt in Kombination mit dem entsprechenden Service dann wirklich überzeugen kann und wie es sich dann im internationalen Vergleich einreiht, das wird man dann in den nächsten Monaten sehen, beziehungsweise wenn das hier alles mit Langstreckenflügen sowieso mal ein bisschen anders wieder aussieht. Gut, in diesem Sinne soll es das heute gewesen sein. Das war das Jahr 2020. An dieser Stelle aus ganzem Herzen mal ein dickes Dankeschön an euch für euren großartigen Support. Das Jahr 2020 war ein sehr besonderes Jahr für mich. In jeglicher Hinsicht, persönlich, beruflich, auf YouTube, wie auch immer. Es ist eine ganze Menge passiert, vieles, was ich so nicht erwartet hatte, vieles, was nicht so gut gelaufen ist, wie ich es gerne gehabt hätte, vieles aber auch, was sehr viel besser gelaufen ist, als ich es mir hätte wünschen können. Das Jahr endet für mich mit dem Blueprint-Projekt hier auf YouTube. Ihr habt es gesehen, in den letzten Wochen kamen nicht sonderlich viele Videos, kam eigentlich so gut wie gar nichts, weil das ganze Projekt doch deutlich mehr Arbeit in Anspruch genommen hat, deutlich mehr Zeit in Anspruch genommen hat, deutlich mehr Arbeit erfordert hat, als ich das eigentlich gedacht hatte, aber eben auch deutlich erfolgreicher war, als ich gedacht habe. Und ein paar Grußkarten muss ich jetzt noch schreiben. Das wird alles in den nächsten Tagen passieren und dann freue ich mich sehr mit euch auf das Jahr 2021. Und ich wünsche euch allen von ganzem Herzen, dass das Jahr 2021 ein besseres Jahr wird und dass ihr weiter als Zuschauer auf diesem Kanal unterwegs seid. Vielen, vielen Dank für euren großartigen Support das ganze Jahr über. In diesem Jahr habe ich es mehr gebraucht als je zuvor. Vielen, vielen Dank dafür. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal bei einem neuen Video wieder. Bis dahin, lasst es euch gut gehen. Einen guten Rutsch ins neue Jahr für euch. Und tschüss.